Na, dafür sehe ich ja nun diese Ausgrenzungsmechanismen und Diskreditierung meiner Person schon seit Jahren und habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Enttäuscht bin ich jetzt nicht, wie die Partei sich mir gegenüber verhält, weil das schon alles so einen Vorlauf hat. Aber in einer freiheitlichen, demokratischen Partei des Grundgesetzes darf es so etwas nicht geben, dass die Parteiführung per Ordre dem Mufti sagt, der muss sich anders verhalten, der darf nicht so reden. Das ist nicht der Stil in einer bürgerlichen Partei nach dem Grundgesetz. Das ist der Stil einer Kaderpartei, wo von oben nach unten durchregiert wird und die Mitglieder gehorchen müssen, wenn die Parteiführung pfeift.